Hi, ich bin Roland für Mobile Geeks und was wir hier haben, ist der neue Vaio Fit 11a. Das ist sozusagen eine kleinere Version der von Sony bereits vorgestellten größeren Modelle der Fit- bzw. Flip-Reihe. Wie man hier unten schon sieht, haben wir hier ein Display, was sich, wenn man es hier entsperrt, auf diese Art nach vorne klappen lässt. Und dann kann man das Ganze entweder komplett runter in den Tablet-Mode versetzen, ist also eine Art Convertible, oder man packt das Ding zum Beispiel einfach so auf den Tisch und kann dann auf diese Art und Weise zum Beispiel damit arbeiten. Das Gerät ist insofern interessant, als dass das eine Baytrail-basierte Plattform ist. Das Gerät kostet 799 US-Dollar und hat einen Intel Pentium 3520. Das ist also eine Baytrail-basierte Plattform, wie ich gesagt habe. 2,16 GHz ist der höchste Takt des Geräts. Hier haben wir die High-End-Version, glaube ich, denn der hat 8 GB Arbeitsspeicher. Für eine Baytrail-Kiste schon ziemlich ordentlich. Dazu kommt 256 GB SSD und die ansonsten zu erwartende Ausstattung. Das 11,6 Zoll Display hier hat eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln, ist also Full HD. Ist ein IPS-Panel, also wenn ihr so von der Seite schaut, hat das Ding auch sehr, sehr ordentliche Blickwinkel. Man kann alles gut lesen und von daher durchaus attraktiv. Kostet, glaube ich, ab 799 US-Dollar, kommt im ersten Quartal noch raus und wir wollen uns das Gerät mal kurz ein bisschen näher ansehen. Da haben wir hier oben die übliche Webcam. Das müssten so 2 Megapixel sein, nehme ich mal an. Haben wir jetzt gerade das Specsheet nicht genau vorliegen. Hier unten haben wir einen richtigen Hardware-Button für, als Ersatz für die Windows-Taste. Und an den Seiten geht es dann weiter mit dem Ein- und Ausschalter. Full-Size HDMI sozusagen, damit man ohne Adapter und andere Späße das Gerät an den Fernseher oder ein externes Display anschließen kann. Dann haben wir hier zwei vollwertige USB 3.0 Ports und einen kombinierten Headset-Anschluss. Das hier drüben sieht jetzt so aus wie ein SIM-Karten-Slot sogar. Wir müssen mal gucken, ob wir noch einen SD-Karten-Slot finden. Von daher würde ich jetzt erstmal auf einen SIM-Karten-Slot tippen. Am vorderen Rand haben wir nur die Status-LED und hier ist die Lade-LED. Und auf der linken Seite geht es weiter mit einem weiteren Schlitz. Ich würde daher tippen, dass das die Lautsprecher sind. Daneben haben wir einen Full-Size-SD-Kartenleser. Hier hinten gibt es einen Lüfter, denn der Baytrail Pentium, der da drin ist, dürfte mit seinen 2,2 GHz oder fast 2,2 GHz vielleicht etwas mehr Wärme produzieren. Daneben haben wir einen extra Netzteilanschluss. Es wird also nicht über Micro-USB geladen oder ähnliches. Auf der Rückseite gibt es nichts weiter und hier außen sitzen dann noch die Lautstärkeregelung haben wir da. Am Boden sieht man, dass hier noch eine weitere Webcam verbaut ist. Zur Auflösung kann ich jetzt im Augenblick noch nichts sagen. Packen wir dann für euch in die Beschreibung. Sony packt hier so ein paar Gummifüße ran, damit das Gerät einigermaßen ordentlich steht. Dürfte also beim Betrieb auf dem Tisch dann auch nicht rutschen. Und wir klappen die Kiste mal wieder in den Standardmodus, damit wir uns das Keyboard angucken können. Da haben wir hier oben unter anderem diese Sperre für das Display. Hier sind Magnete drin, die das so einrasten lassen. Und wenn ihr dann auf Lock geht, dann ist das Ganze auch befestigt und bewegt sich dann nicht weiter. Das Keyboard ist relativ groß. Die Frage wäre jetzt natürlich, warum verwendet Sony hier diese relativ kleinen Tasten, die sich allerdings ziemlich gut betippen lassen. Fühlt sich jetzt einigermaßen ordentlich an. Man könnte allerdings den Platz ein bisschen effektiver nutzen und die Tasten vielleicht noch etwas größer gestalten. Die rechte und die linke Shift-Taste sind hier angenehm groß und es wirkt insgesamt auch ziemlich ordentlich. Wenn ich jetzt das Keyboard so ein bisschen bearbeite, sieht man, dass sich da durchaus etwas biegt. Aber der Anschlag fühlt sich schon mal ganz gut an und scheint ein recht attraktives Ding zu sein. Zum Gehäusematerial, das hier unten fühlt sich an wie, ich würde sagen, entweder hochwertiges Plastik oder vielleicht sogar doch Metall, aber ich würde jetzt eher auf Plastik tippen. Hier haben wir ein ziemlich großes Trackpad für ein 11,6 Zoll Gerät mit integrierten Maustasten. Ja, und das war's eigentlich. Das ist das Vaio Fit 11a von Sony, kommt in diesem Quartal noch auf den Markt und kostet ab 799 US-Dollar. Bis dann!